Hallo, mein Name ist Robert Drescher von der Reinigungstechnik Robert Drescher und ich möchte heute gerne Ihnen mal die Kränzle 1+1 Handkehrmaschine vorstellen. Hier handelt es sich um eine professionelle Handkehrmaschine. Das bedeutet, wir haben eine sehr robuste Maschine, die wirklich für den täglichen Einsatz gedacht ist. Im Bereich vielleicht ein Hausmeisterservice, ein kleines Unternehmen, was ständig kehren muss. Und gerade jetzt im Herbst, wir haben viel Laub, was runterfällt und hier denke ich mal, hat sie ihre großen Vorteile. Das möchte ich auch nochmal zeigen, die einzelnen Punkte von der Maschine. Wir haben also eine Handkehrmaschine, Betrieb, ganz einfach. Ich schiebe die Maschine vor mir her und durch den Antrieb der Räder wird die Maschine angetrieben. Einmal, wie man erkennen kann, der Seitenbesen. Und wenn wir in die Maschine reinschauen, haben wir hier eine Kehrwalze. Und diese Kehrwalze wird auch durch das Schieben entsprechend angetrieben und schmeißt uns den Schmutz, Laub, Steinchen in den Behälter. Und dieser Behälter kann entsprechend dann entleert werden. Das bedeutet, an der Tonne, ich habe auch hier einen super Griff dran, kann ich den Schmutz entleeren. Auch gut, dieser Behälter steht. Ich kann ihn also in Ruhe die Mülltonne aufmachen, muss nicht irgendwo festhalten, anlehnen und es kippt mir was um, sondern ich kann das in Ruhe ausschütten. Und zur Maschine, ganz wichtig, der Seitenbesen, wenn er nicht gebraucht wird, wenn ich große Flächen habe, wo ich die Ränder nicht mache, kann ich den Seitenbesen hochkippen. Damit ist er entlastet, er nutzt sich nicht ab. Und wichtig, ich kann den Seitenbesen einstellen. Also ich kann ihn ab der Abnutzung nach verstellen, dass ich lange damit arbeiten kann. Und auch ganz wichtig, die Kehrwalze. Diese ist auch einstellbar. Ich habe also im hinteren Bereich eine Verstellschraube, wo ich die Höhe der Kehrwalze regulieren kann. Wenn ich also solche Flächen wie hier habe, gepflasterte Flächen mit Fugen, dass ich auch wirklich in die Tiefe komme und dort aufkehren kann. Und bei Flächen, die ganz glatt sind, ein Betum, dann kann ich sie etwa höher stellen, dass ich auch wenig Abnutzung habe. Sollte sich mal was verfangen, Laub, größeres oder ein Gegenstand, komme ich hier natürlich auch super dran, kann den entfernen. Den Behälter setze ich auch ohne Schwierigkeiten ein und kann dann meine Arbeit beginnen, indem ich die Maschine entsprechend schiebe. Wir haben hier ein gutes Beispiel, eine Bordsteinkante. Das bedeutet, mit dem Seitenbesen kann ich aus der Bordsteinkante rauskehren und hinten wird dann der Schmutz gleich aufgenommen. Und kommt in den Behälter. Und der große Vorteil gerade jetzt im Herbst bei Laub, egal ob Wind weht, das Laub ist sofort im Behälter. Es kann mir nicht fortwehen und ich habe dadurch keine Mühenarbeit, irgendwo das wieder zusammenzukehren. Auch diese Kehrmaschine haben wir zurzeit in einer Aktion, die wir natürlich noch präsentieren. Das wären die wichtigsten Features von dieser Kehrmaschine. Die Kränzle 1+1.